Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Viertes Heimspiel für die Lokhandballer gegen den starken Aufsteiger aus Oebisfelde sollte es endlich klappen mit dem ersten Heimsieg. Die Vorzeichen aber standen alles andere als gut. Zu Simon Radny gesellten sich zwei weitere Spieler, die ganz oder teilweise ausfielen. Ja, wir haben rechts außen Darko mit Rückenschmerzen, der Nachtgespiel in Apolda und auch Vorspiel in Apolda gar nichts trainiert. Aber Jovan Taleski krank komplett die ganze Woche. Der hat sich heute, weil wir so viele Probleme haben, einfach bereit erklärt, auf die Platte zu sein, Mannschaft zu unterstützen. Wenn Leistungsträger ausfallen, müssen andere in die Bresche springen. So durfte Ben Elias Brucker mal so richtig schwitzen. Fast das gesamte Spiel stand der Rechtsaußen auf der Platte. Der 22-Jährige machte seine Sache gut. Mit 6 Toren war er im Angriff effektiv, in der Abwehr solide. Ich bin einfach froh, dass ich da heute vertreten konnte und da meine Leistung eigentlich ganz gut zeigen konnte. Klar, immer Luft nach oben, aber ich denke, wir können heute zufrieden sein, oder also ich auch mit mir zufrieden sein. Die allgemeine Zufriedenheit entwickelte sich mit zunehmender Spielzeit. Denn in der ersten Halbzeit brauchte es einige Minuten, bis die Nervosität und Unsicherheit aus den Gliedern wich. 10 Gegentore in 12 Minuten sind für die Abwehrspezialisten aus Pirna einfach zu viel. Also ich finde, wir haben nicht so schlecht in die Abwehr gestanden. Wir haben ein bisschen Pech auch. Also viele Tore waren so, dass die haben geworfen und Torwart war dran und trotzdem das in Tor gelangen. Loktrainer Duja Milisevic wechselte früh auf der Torwartposition, doch Lebelt und Ihl hatten beide nicht wirklich ein glückliches Händchen. Besser lief es beim Gegenüber bis zur 22. Minute. Dann musste Thomas Drese mit Rot vom Platz. Der Torhüter vom SV Oebisfelde touchierte außerhalb des Torraums den heranstürmenden Richard Wilder. Die insgesamt aber sehr faire Partie war von nun an ausgeglichen. 16:14 führten die Eisenbahner zum Seitenwechsel. Ein munteres Spielchen sahen die knapp 300 Zuschauer, auch weil der Aufsteiger aus der Börde sehr abgeklärt agierte. Ich finde dieses Jahr Beispiel Oebisfelde Aufsteiger, Top-Mannschaft. Also die spielen, die haben auch erfahrene Leute. Die haben große Kader, die spielen, ja, so haben wir heute gesehen. Die haben sich sehr gut präsentiert. In der zweiten Halbzeit blieb es zunächst ein enges Spiel. Der entscheidende Impuls kam mit dem neuerlichen Torwartwechsel. Im zweiten Anlauf klappte es bei Jan Lebelt deutlich besser. Im Angriff führte Ivan Kuscharik geschickt das Spiel. Der Routinier war diesmal der Taktgeber. Ja, natürlich, Ivo hat viel Erfahrung mitgebracht und er hat coolen Kopf immer, er hat nicht Stress. Das ist für uns auch ein großer Vorteil, dass wir ihn haben. Ivan Kuscharik setzte seine Mitspieler gut in Szene. Ein starkes Trefferbild zeigte Richard Wilger. Mit 8 Toren aus dem Spiel war er auffälligster Lokakteur. Am Ende aber ist es die Teamleistung, die den Eisenbahnern den ersten Heimsieg beschert. Mit 30:25 gewinnt Pirna gegen Oebisfelde. Unterm Strich eine gute Leistung, die phasenweise zeigte, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ich glaube, 30 Tore ist schon für uns gut, also die zu machen. Wir haben oft gut zu Ende gespielt, würde ich sagen, auch viel über außen. Das fehlt uns oft, denke ich. Hat heute gut geklappt, Chancen genutzt. Und ja, in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, haben wir auch noch ein Stück bessere Deckung gespielt. Bis zum nächsten Auftritt haben die Eisenbahner jetzt 2 Wochen Pause. Die soll genutzt werden, damit alle Akteure wieder zu Kräften finden. Wir haben bis Weihnachten 5 Spiele noch und setzen wir Ziele jetzt nächste Woche. Und ich hoffe, dass wir dann gesünder werden und dann in der letzten 5 Spiele vor Weihnachten mit der kompletten Kader so auftreten können. Mit Platz 4 setzt sich der ESV Lok Pirna im oberen Tabellenfeld fest. Nächste Station ist die zweite Vertretung vom EHV Aue. Daheim geht es am 16. November wieder rund, dann gegen den HC Aschersleben. Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.